dass wir hier im Gugelhupf Kunstmuseum sind. Mal sehen, wie unsere Bäcker abgeschnitten haben. Ich liebe Leckerbissen der Stadt. Kiki Limette sucht in der ganzen Apfelgroßstadt nach den besten Bäckern. Könnte es eine perfektere Sendung für mich geben? Wie diese Törtchen zeigen, haben die heutigen Teilnehmer bewiesen, dass ein guter Bäcker auch ein guter Künstler sein muss. Ja, ganz genau. Du verstehst mich, Kiki. Hast du das Zeug dazu, die Bärenbeste im Backen zu sein? Oh ja, das habe ich. Dann kann ich es kaum erwarten, für einen Leckerbissen der Stadt in deine Gegend zu kommen. Hallo, gibt es hier eine Bäckerin? Ja, Kiki Limette, gibt es wirklich? Ich meine, hinter dir. Erst waren Sie da, jetzt sind Sie hier. Also ich meine, Sie sind mein Lieblingsmensch. Ich liebe Sie so sehr. Das höre ich oft. Hi, ich hab's eilig zu meinem nächsten Shooting, aber ich brauche einen schnellen Happen. Was hast du? Okay, 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 ich schaffe das auf jeden Fall. Flipp nicht aus, atme einfach tief durch. Heute serviere ich Löffelbiskuits. Meine Großmutter hat mir beigebracht, wie man... Oh, ich liebe Löffelbiskuits. Könntest du etwas biologischen, handgepressten Limettensaft hinzufügen? Und weißt du, was ich lieben würde? Ein Hauch von Kaffee aus Costa Rica, dessen Bohnen besungen worden sind. Sie haben einfach ein extra... weißt du? Könntest du auch nur einen Klecks Mascarpone-Käse draufgeben? Wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ja, wäre das noch viel besser. Ich muss nur noch ein paar Zutaten besorgen. Es sollte nicht... Ich habe 2 Minuten und 36 Sekunden. Schnurrschön, du hast das Kommando. Orangella, sag mir, dass du Limetten hast, bitte. Nein, heute nur normale Limonen. Kannst du sie mir auspressen? Klar doch. Mit der Hand, bitte. Okay. Du bist die Beste, ich schulde dir den Kuchen. Manchmal ist es einfacher, nicht zu fragen. Silly, Limone, habt ihr Bohnen aus Costa Rica, die besungen worden sind? Warum sollte ich zu Kaffeebohnen singen? Es ist keine Zeit für verrückte Fragen. Also jetzt mal im Ernst, wer singt zu Bohnen? Jeder weiß doch, dass man ihnen vorliest. Es war die beste aller Bohnen. Es war die schlechteste aller Bohnen. Keine Zeit! Limette, Bohnen! Musik! Die besten Dinge im Leben. Das ist genug. Ich schulde euch allen Kuchen. Das war seltsam, oder? Bonnie! Nicht nötig. Das Universum hat gesprochen. Mascarpone-Käse-Eis erwartet dich. Woher weißt du? Psst, du musst gehen. Ich schulde dir ein paar Plätzchen. Psst. Glückslöffel, lass mich nicht im Stich. Abgewandeltes Tiramisu. Köstlich. Genau das Richtige. Außergewöhnliche Beere, was? Das werde ich mir merken. Tschüss! Hast du das gehört, Schnurrschön? Sie wird sich das merken. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir uns entspannt zurücklehnen und uns im Glanz dieses köstlichen Moments sonnen. Hast du nicht etwas vergessen? Torten. Dieses Etwas sind Torten. Oh, sofort, nachdem ich die Kuchen gebacken habe. Genua's La Creme kommt! Sie ist die Gastrokritikerin für den Apfelgroßstadt-Backwettbewerb. Eine Bewertung von ihr kann über die Backkarriere einer Beere entscheiden. Ich muss meine besten Rezepte unter Beweis stellen. Schaut, was ich gemacht habe. Kuchen am Stiel. Cool, oder? Ja. Okay, Schnurrschön. Wir haben tolle Sachen gebacken und sind bereit wie nie zuvor für Genua's La Creme. Ich frage mich, wie sie wohl aussieht. Hey, Mädchen. Gespannt auf Genua's La Creme? Ja, das bin ich. Da du neu bist, wollten wir nur sicherstellen, dass du bereit bist. Ach, wirklich? Ich dachte, ihr zwei hättet nichts lieber, als dass ich komplett versage und mein Truck mit meinen Erdbeerblätterteigtaschen zwischen den Beinen zurück ins Erdbeerland klappern muss. Und schaut, was ich hier habe. Blätterteigtaschen. Mit Erdbeer. Naja, jeder so, wie er es mag. Aber je mehr gute Kritiken wir von Genua's bekommen, desto besser ist es für alle Beeren bei den Backstuben.
Okay, danke. Okay, dann halte ich mal Ausschau nach Genoas. Diese kurzen, buttercremefarbenen Haare. Dieses furchtbar helle, geblümte T-Shirt. So sieht sie nicht. Richtig. Und ihr blauer, breitkrempiger Hut. Wow, so habe ich mir Genoas überhaupt nicht vorgestellt. Aber man sollte eine Bäre nicht nach ihrem kritischen Kommentar beurteilen. Danke. Tschüss. Hallo, ich bin Emily Erdbeer. Hallo, meine Süße. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Erlauben Sie mir, Ihr Leben zu versüßen mit Kuchen am Stiel? Sie ist wirklich drauf reingefallen. Während Emily diese blöde Oma umwirbt, bekomme ich die echte Genoisler Creme für mich allein. Oh, da ist sie ja. Wie sehe ich aus, meine Kleine? Tada! Einfach zum Anbeißen. Was, echt jetzt? Oh. Boop. Boop. Na los. Darf ich mal kurz... Nur zu, meine Süße. Es lebe der Kuchen. Oh, das war heute wirklich purer Genuss. Du weißt einfach, wie man jemanden bärenstark fühlen lässt, Emily Erdbeer. Ach, was, hören Sie auf. Gehen Sie nach Hause und teilen Sie die Muffins mit Ihren Enkelbären. Harter Tag. Um es milde auszudrücken. Nun, da gibt es nichts Besseres als einen Kuchen am Stiel. Hier, bitte, geht aufs Haus. Heiliger Donut, das ist Genoisler Creme? Ich hätte es wissen müssen. Bei den Apfelbackstuben ist der Kuchen am Stiel König. Oder sollte ich sagen Königin? Die zuckrige Anbieterin von Die außergewöhnliche Beere stellt nicht nur ein göttliches Dessert her, sondern behandelt alle ihre Gäste von Gastrokritikern bis zur normalen Oma wie VIPs. Zwei Krümel super! Wow! Nicht schlecht für einen Tag Arbeit, Emily. Ist schon gut. Da. Danke, Schnurrschön. Das ist eine ganz wichtige Cupcake-Bestellung. Schnurrschön. Ich muss diesen Spezialauftrag bis morgen fertigstellen. Alles muss perfekt sein. Schnurrschön perfekt. Irgendwas mit Erdbeere? Oh, Käsekuchen. Oh, du spielst Pantomime. Okay, zwei Wörter? Ein Wort.
Klingt wie Tag? Feiertag! Wer hat was vergessen? Darling! Erdbeer? Vergessen. Schnurschön! Oh, Feiertag! Schnurschön hat ihren eigenen Feiertag? Es gibt aber nicht nur einen Feiertag. Jeder Tag sollte ein Feiertag sein. Geburtstag! Emily hat Schnurschöns Geburtstag vergessen. Oh! Oh. Was ist los? Du hast Schnurschöns Geburtstag vergessen. Ich hab was vergessen? Reden wir etwa von diesem Geburtstag, von dem der morgen ist? Hä? Oh, was hab ich dir noch gesagt, wie sie sein müssen? Schnurrperfekt. Und erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe, was die Hauptzutat dieser Cupcake-Bestellung war? Silly, warte! Das ist Katzenfutter! Knusprig! Ich wollte morgen eigentlich eine Überraschungsparty für dich geben. Aber da all unsere Bären und Haustiere heute hier sind, können wir die Party auch einen Tag früher feiern. Herzlichen Glückwunsch, Schnurrschön! Silly, jetzt hör endlich auf, die zu essen! Dahin und das dahin, ja. Gut, oder hier? Oh, ich weiß nicht. Wie hast du dich bei den Backstuben eingelebt? Bist du immer noch so aufgeregt? Aufgeregt, ich? Nein, wie kommst du denn darauf? Du hast dieselben Sachen 10-mal hin und her geräumt und das in einer Minute. Oh. Aufregung vor dem Backen liegt in der Familie. Zum Glück wusste ich genau, was du brauchst. Hier, das sollte helfen. Ein Geschenk! Tante Praline, du musst mir doch keinen staubigen alten Löffel schenken. Danke. Das ist, welche Bäckerin braucht keinen zusätzlichen Löffel? Kein Mensch hat so einen Löffel wie diesen. Er wurde in unserer Familie weitergegeben, von Bäcker zu Bäcker, von Beere zu Beere. Er ist was Besonderes, bringt Glück. Und er wird dein wertvollster Helfer sein, sobald du den Dreh raus hast. Ich den Dreh raus hab? Es ist ein Löffel. Bring mir deine Tricks bei. Fangen wir an. Also zugegeben, am Anfang fand ich den Löffel irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber
Wenn ich ihn in der Hand halte, habe ich das Gefühl, Generationen von Bäckern würden mir beim Backen helfen. Sieh mal hier. Der Löffel wirkt wirklich wahre Wunder. Ja, ich kann sie förmlich hören. Die Familie ist richtig stolz auf dich. Jetzt, wo ich mit dem Löffel umgehen kann, glaube ich, ich kann alles schaffen, was bei den Backstuben von mir verlangt wird. Freut mich zu hören. Oh, das ist ja so süß. Oh, komm schon. Ich meine, was könnte es denn sonst noch geben? Zu. Das ist genug für heute, junge Bäre. Es dauert ein Leben lang, bis man den Löffel perfekt beherrscht. Glaub mir. Das Geschäft beim Kuchenstand brummt nur so. Und das ist fantastisch. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Oh. Mein klitzekleiner Ofen. Ich kann nicht schnell genug backen, um alle zufriedenzustellen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber es ist trotzdem ein Problem. Meine Oma Erdbeere sagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich weiß zwar nicht, wie man Öfen repariert, aber ich kenne da jemanden, der es kann. Was denkst du, Silly? Du fragst genau die Richtige. Ich baue dir einen Ofen, wie ihn noch keine Beere je zuvor gesehen hat. Nichts Verrücktes. Ein bisschen größer, vielleicht ein zweites Ofenrost. Ja, geht klar. Ofenrost. Verstanden. Okay. Sag Bescheid, wenn du Hilfe... Und weg ist sie. Ich mache aus diesem Ofen ein Backwunder. Ihr werdet staunen. Silly, was hast du nur getan? Er ist unheimlich groß und grau. Ich weiß. Er ist ein Prachtstück. 6 Herdplatten, 4 Ofenroste und... Ich habe ihn an die Energieröhren in deinem Wagen angeschlossen. Ja! Leistungsstark, energieeffizient. Dieser Ofen macht Schluss mit halben Sachen. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Mit 6 Herdplatten kann ich endlich die Regenbogencreme-Windbeutel in allen Farben machen, die ich schon immer ausprobieren wollte. Ja, Silly. Dann wollen wir mal sehen, was dein Ofen drauf hat. Sie hat mir wirklich geholfen. Ich dachte zuerst, sie dreht völlig durch und es gibt eine Katastrophe. Aber ich hätte ihr einfach vertrauen sollen. Nö, halb so wild. Seht selbst. Silly? Vielleicht läuft der Ofen ein bisschen zu heiß, keine Ahnung. Wie meinst du das? Das ist doch toll! Vielleicht kann ich ihn runterschalten. Ein kleines bisschen. Oh oh. Oh oh? Was heißt oh oh? Was heißt oh oh? Lauf. Die Creme ist echt toll geworden. Na gut, ich werde ihn etwas umbauen. Kleiner? Okay, kleiner. Weniger explosiv. Oh, weniger explosiv. Und rosa. Rosa? Also ehrlich, jetzt komm schon. Okay, rosa. Darf ich vorstellen? Der erdbeerstarke Ofen. Also, dieser Ofen sagt Emily Erdbeer. Ah. Ich habe den Energieröhreneinlass so eingestellt, dass er nicht explodiert. Er hat aber trotzdem ganz schön Power, auch wenn er rosa ist. Rosa. Danke, Silly. Oh, klammes Ding, mit diesem alten Rührer bekomme ich den Teig nie verrührt. Rührer, ja? Sehe ich mir gern mal an. Blöder Rührer. Oh, was hast du Rührer gesagt? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich rühre das einfach auf die altmodische Art. Ja, und hier ist keine Erfindung mehr nötig. Keine. Auf keinen Fall.
stehen, Schnurrschön. Ich muss mich anziehen. Ich muss den Tag ausnutzen. Ups, Entschuldigung, hab noch nicht guten Morgen gesagt. Wie unhöflich von mir. Es ist mein erstes Wochenende in der Apfelgroßstadt. Ich muss alles erkunden. So viele Sehenswürdigkeiten. Ich darf nichts auslassen. Das wird bestimmt super duper toll. Oder vielleicht auch nicht. Wow, wow, ich dachte, du wolltest die Stadt erkunden. Ja, die Stadt fühlt sich ein bisschen zu groß an für so eine kleine Landbeere wie mich. Ich bleib heute lieber zu Hause. Nein, kommt nicht in Frage. Natürlich kann die Stadt groß und beängstigend sein, aber du solltest dich an sie gewöhnen. Kneifen zählt nicht, komm schon. Die Apfelgroßstadt ist keine gewöhnliche Stadt. Und du bist keine gewöhnliche Beere, das kannst du mir glauben. Also geh da raus und zeig der Stadt, was du drauf hast. Aufgeregt, hab weiche Knie. Ich spür mein Herz. Es schlägt ganz schnell, jetzt bin ich hier. Wo fang ich an? Was soll ich tun? Oh, große Stadt, wie geht es dir? Es gibt so viel zu sehen. Und ich werde dich jetzt kennenlernen. Bin keine schlichte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles. Schlechte Kleinstadt, das stimmt. Hey, probier das mal. Ein bisschen süß und ganz schön scharf. Atme tief durch und genieß. Hier kann's auch sein wie im Paradies. Okay, was nun? Wo geht's jetzt hin? Hab so viele Freunde kennenzulernen. Mein Leben in der Stadt ist richtig toll. Noch treffen, ja. Bin keine schlechte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles sein. Ich hab viele bunte Seiten. Bin ein kompliziertes Rezept. Hab Pläne und große Träume. Ja, hier mache ich sie wahr. Schau mal her, du schöne große Stadt. Ich beweise es dir. Die Stadt schläft nie. Alles so aufregend. So vieles durch, denn du musst den ersten Schritt tun. Und Träume werden wahr, bin keine schlichte kleine Beere. Oh, ich möchte so vieles sein. Ich hab viele bunte Seiten, bin ein kompliziertes Rezept. Hab Pläne und große Träume, ja, hier mache ich sie wahr. Keine schlichte kleine Beere. Der war für den Lecker-Smoothie, der für den Super-Protein-Smoothie, oh, Tutti-Frutti-Smoothie. Bei dem hier waren sich alle Beeren sehr schnell einig. Wow, Orangella, das sind aber eine Menge Pokale. Aber eben nicht alle. Ich habe jeden Pokal beim Smoothie-Wettbewerb herrlich lecker gewonnen, außer einem. Kreativster Smoothie. Wie kommt das? Ich mag Struktur, Regeln, Ziele. Kreativität ist sich was ausdenken. Wie kann man dabei nur gewinnen? Warum guckst du mich denn bloß so komisch an? Orangella braucht einen Crashkurs in Kreativität. Um ihr zu helfen, brauchen wir nur die perfekte Beere dazu. Mal sehen, was sich machen lässt. Zwinker, zwinker. Bist du dir da ganz sicher, Emily? Bonnie ist die absolut kreativste Beere, die wir kennen. Sie kann es dir auf jeden Fall beibringen.
Stimmt's, Bonnie? Die erste Regel der Kreativität ist, es gibt keine Regeln. Oh, gib ihr doch eine Chance. Ja, los, gib ihr eine Chance. Über wen reden wir? Lerne die Frucht kennen. Fühle die Frucht. Schmecke die Frucht. Nein! Sei die Frucht. Das macht alles keinen Sinn. Das gefällt mir gut. Du verstehst es. Geschafft, Orangellas kreative Seite zu wecken. Orangellas innere Künstlerin konnte schon immer singen. Ich habe nur ein bisschen lauter gedreht. Und wie laut hast du gedreht? Bäre, stopp die Mixer! Gute Arbeit, Orangella. Oh, das ist meine! Was meinst du? Sagt sein Gesicht? Wow, das ist so kreativ. Also... Das schmeckt wie nasse Socken. Vielleicht? Schon gut, Orangella. Die meisten Künstler bekommen den verdienten Respekt erst, wenn sie tot sind. Bevor wir den Gewinner bekannt geben, hier eine Ankündigung. Die Jury hat beschlossen, eine völlig neue Kategorie zu schaffen für einen diesjährigen, eher einzigartigen Beitrag. Nun, der Preis für den schlechtesten Smoothie geht an Orangella Obstblüte. Schlechtesten Smoothie? Geschaffen nur für mich? Das ist viel besser als kreativster. Meine eigene Kategorie. Wer ist die Beste im Schlechtesten? Die wäre hier sie. Schlag ein, schlag ein, schlag ein. Ich glaube, darum geht es bei Kreativität. Nicht die Beste zu sein. Aber ich bin die Beste im Schlechtesten. Es geht darum, du selbst zu sein. Genau. Kunst ist eine Reise. Na, mach einfach mit. Mein erstes Bärensilvester in der Apfelgroßstadt. Das wird die beste Nacht überhaupt. Stimmt's, Bären? Warum sind wir noch mal draußen in der Kälte? Und warum bleiben wir so lange auf? Und warum wächst Kaugummi auf Bäumen? Oh, tut er nicht. Ha, das beantwortet die Frage. Wir müssen bis Mitternacht aufbleiben, damit wir uns was fürs neue Jahr wünschen können. Meine liebe Oma Erdbeer sagt immer... Ein Neujahrswunsch um Mitternacht geht immer in Erfüllung. Deine Oma Erdbeer? Wünsche? Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Bist du etwa noch ein Baby? Niemand glaubt dieses dumme Zeug. Stimmt doch, oder, Honey? Ja, stimmt total. Niemand. Egal. Was wünscht ihr euch um Mitternacht? Dass der Tag mehr Stunden hat. So ein Powermädchen zu sein, dafür braucht man mehr als 24 Stunden. Also, wenn wir schon dabei sind, ich wünsche mir eine Erstausgabe des Klassikers Anna Karenina. Erbsen für alle. Damit alle Bären Zugang zu gesunden Snacks haben. Ein Jahr voller Explosionen. Und was ist mit dir, Emily? Oh, also wisst ihr, ich habe immer einen Wunschzettel im Ärmel. Seht mal hier. Das Problem ist, den wichtigsten Wunsch rauszufiltern. Du hast ja noch Zeit bis Mitternacht. Ich muss irgendwie munter bleiben. Oh, kneif mich, wenn ich einschlafe. Oh. Au! Wow, du bist echt gut. Zeit für meinen Aufwärmer 600. Ah, schön. Warm. Zu ausgefallen, zu abgehoben, zu retro. Es ist ein Neujahrswunsch. Er muss genau richtig sein. Ah! Oh.
Wer zwickt mich, wenn ich einschlafe? 32. 33. Leute, ich glaube, ich habe es auf die 10 besten Wünsche eingegrenzt. Wie soll mein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn ich nicht weiß, was ich mir wünschen soll? Das kannst du haben. Komm, such dir aus, was willst du tun? Und wünsch dir was. Und eines Tages wird es wahr. Wo fange ich an? Was könnte es sein? Ein besonderer Wunsch für mich allein. So viele Träume, die ich sehe. Und ich glaube, ich weiß was. Hallöchen, Honey. Oh, du bist es. Wünschst du dir auch einen Mitternachtsstern? Ja, natürlich. Meine Oma Himbeer hat es mir beigebracht. Wie sagt sie? Ein Neujahrswunsch um Mitternacht geht immer in Erfüllung. Okay, übertreib's nicht. Jede Beere hat doch Großeltern. Ist keine große Sache. Ich wünsche mir, die beste Bäckerin in der Apfelgroßstadt zu sein. Ich wette, das wünschst du dir auch. Nein! Ich meine, ja, ich will natürlich die beste Bäckerin sein. Aber ich wünsche mir etwas anderes noch mehr. Ich wünsche mir, dass ich dieses Jahr noch mehr tolle Freunde in der Apfelgroßstadt finde. Honey! Honey Himbeer, wo bist du? Wenn du jemandem verrätst, dass ich mir etwas gewünscht habe, dann, blamier ich dich garantiert. Verlass dich drauf. Frohes, bäriges neues Jahr, Apfelgroßstadt. Silly, du Knallbonbon! Der Truthahn brät? Check. Bist du sicher, dass deine Mutter einverstanden ist, dass du über die Feiertage nicht nach Hause fährst? Oh ja! Ich habe ihr gesagt, wie aufgeregt ich bin, mein erstes Bärenbankett in der Apfelgroßstadt zu feiern. Eine kleine leckere Feier, das wäre doch schön. Tante Praline, haben wir zusätzlichen Platz für das Bankett? Über wie viel Platz reden wir? Oh, nur für meine Freunde und ihre gesamten Familien. Hast du etwa auch ihre Familien eingeladen, Emily? Also, ich will alle Bären dort sehen. Meine Familie ist deine Familie. Vielleicht. Der Platz reicht nicht aus. Die Zeit reicht nicht aus. Das Essen reicht nicht aus. Es ist unmöglich. Hast du gerade gesagt, unmöglich? Ja, wir schaffen das einfach nicht. Ich schreibe Ihnen eine Nachricht und sage Ihnen, dass ich einen Fehler gemacht habe und Ihnen das Fest vermasselt habe. Unmöglich ist das, was die Frauen in unserer Familie ausmacht. Unmöglich ist meine Spezialität. Hast du was Schwieriges zu tun? Geht etwas schief, wir kriegen's hin. Kompliziert, nur kein Stress. Wir laufen zur Höchstform auf. Und wenn man denkt, dass alles zusammenbricht, dann drehen wir alles um. Einfach andersrum. Bist du am Boden und enttäuscht, steh wieder auf. Hier am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh den Spieß mal um, andersrum, steh wieder auf. Dein Leben so unfair erscheint, steh wieder auf. Es scheint unmöglich schwer, doch glaub mir, uns hält keiner auf. Uns beide hauen so schnell nicht um. Achtung, wir kommen! Zusammen sind wir ganz weit vorn. Probleme wandeln sich in Spaß. Bevor du's merkst, Arbeit getan. Der Tag gerettet. Und denke nie, dass du's nicht schaffen kannst. Niemals aufgeben, Bärchen, zack mal dein Feuer. Und wenn man denkt, dass alles zusammenbricht, dann drehen wir machen und niemand muss mehr bangen. Wir schaffen es zusammen. Wenn du am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Ja, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh den Spieß mal um, andersrum, steh wieder auf. Dein Leben so unfair erscheint, steh wieder auf. Auf, auf, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Ja, am Boden bist und enttäuscht, steh wieder auf. Dreh
Großartig, fabelhaft, schockierend effizient. Ja, das sind wir. Um nicht zu sagen, Glück gehabt. Was sagtest du gerade? Was machen wir denn jetzt nur? Aha, aha, Emily Erdbeer und ihre treue Sous-Chefin Schnurschön. Schnurschön? Schnurschön? Schnurschön! Ah? Emily! Was ist los? Karamellpopcorn! Ich schreie auch, wenn ich Hunger habe. Ich habe nicht aufgepasst und Schnurschön ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin ein ganz schlechter Mensch und eine noch schlechtere Katzenmama. Weißt du, Plätzchen verschwindet andauernd. Ich glaube, er dreht seine Runden um den Block. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Parfait immer lauscht. Frappé haut auch ständig ab. Wisst ihr, wenn ich zu viel rede. Was ist? Käsekuchen veranstaltet unterirdische Pokerturniere für andere Tiere. Sie zählt die Karten. Bonnie Blaubeer ist sehr kreativ beim Erzählen. Sie erfindet viel. Ihr wisst nicht, wo eure Haustiere sind? Papä! Keine Sorge, Emily. Gemeinsam finden wir unsere Haustiere wieder. Danke. Ich kenne die Backstuben wie meine Westentasche. Ich werde die Haustiersuche anführen. Glaubt ihr wirklich, dass unsere Haustiere hier sind? Wo sind wir hier? Das hier waren früher mal die Lagerräume. Ich find's irgendwie faszinierend. Stellt euch mal vor, hier gab's früher nur Apfelbäume. Und so wurde allmählich aus dem Dorf Apfelhain die Apfelgroßstadt. Und die Apfelbäume wurden von einem magischen Bärenhüter gepflanzt, der hoch über den Wolken verzauberte Samen ausstreute. Das ist wahr. Unwahr. Schnurschön. Schnurschön! Puh, das ist nur ein Gemälde von Jonas Quincy und seiner Frau Henrietta Muffin. Der Geschichte nach waren es ihre Rezepte, die Quincy dazu inspirierten, seine Kuchenfabrik zu gründen. Natürlich war es die Schar der Tutti-Frutti-Tukane, die aus den verwunschenen Obstgefilden herbeiflog, die Henrietta inspirierte. Und wieder unwahr. Tutti-Frutti-Tukane gibt es gar nicht, Bonnie Blaubeer. Das stimmt. Außer in den verwunschenen Obstgefilden. Diese Obstgefilde gibt es auch nicht. Okay, okay. Ich finde, wir sollten uns lieber auf das Wichtige konzentrieren. Ja, warum ist dieser Schneebesen verkehrt rum? Jonas Quincy sagte, gute Rezepte beginnen mit dem Schneebesen. Der Legende nach war sein Schneebesen magisch und führte zu seinem Erfolg. Deshalb versteckte er ihn in einem Geheimraum. Nein! Ich habe jahrelang über die Backstuben geforscht. Keine Bärenhüter, keine Tukane, kein Zauberschneebesen und schon gar kein Geheimzimmer. Hast du gehört? Der Legende nach? Der Geschichte nach? Schon gut, genug jetzt von der Geschichte und den Legenden. Wir sind hier, um die Haustiere zu finden. Nicht um zu streiten, warum die Backstuben gebaut wurden, wo das Geheimzimmer ist oder wieso dieser Schneebesen verkehrt rum ist. Jonas Quincys Geheimbüro? Ich wusste, dass es stimmt. Schnurschön! Was für ein cooles Zimmer! Und wir hätten es nicht gefunden, wenn meine Katze nicht weggelaufen wäre. Wie war das nochmal mit diesen Tukanen? Also, der Legende nach können Tutti-Frutti-Tukane so groß wie Flugzeuge werden. Und sie fressen nur Trauben. Die mögen nichts anderes. Du hast mich bärenmäßig erschreckt. Das war die Absicht.
Bald ist Geisterabend. Es ist mein erster Geisterabend in der Apfelgroßstadt und ich backe einen gruseligen Muffin. Ich bin sicher, dass dir was sehr Gruseliges einfällt. Ah, und wenn du den Geist siehst, grüß ihn von mir. Entschuldige den was? Bonnie, warte! Warte mal! Hast du Geist gesagt? Ja, Jonas Quincy Muffin. Er war der Besitzer der Backstuben, als sie noch eine Muffinfabrik waren. Oh, Jonas Quincy war ein Perfektionist, der jeden Muffin genauestens kontrollierte, bis es ihn in den Wahnsinn getrieben hat! Manche sagen, sein Geist streife nachts immer noch durch die Backstuben und begutachte jeden Bäcker, der spät noch arbeitet und allein. Aber du hast den Geist von Jonas Quincy Muffin nie wirklich gesehen, oder? Wie gerne würde ich das? Ich will ihn seit Jahren sehen. Vielleicht bist du heute Nacht die glückliche Bäre. Viel Spaß! Okay, ein Muffin-besessener Geist. Cool. Gut. Ja, überhaupt nicht gruselig. Emily Erdbeer hat also Angst vor Geistern. Schenken wir ihr einen Geisterabend, den sie nie vergessen wird. Okay, alles gut. Alles gut. Du musst nur deinen Glückslöffel nehmen und backen. Es gibt keinen Grund, vor irgendetwas Angst zu haben. Das waren nur die Lichter. Nur die Lichter. Ah, du heiliger Geist! Oh, nur eine Pflanze. Das ist nur ein rostiges Schild, Emily. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Sei wie Bonnie, sei wie Bonnie, sei wie Bonnie. Ach, du heiliger Haselnuss! Man wird nicht inspiriert, wenn man zu viel Angst hat, sich inspirieren zu lassen. Ganz ruhig. Okay, was ist das? Schlechte Rohrleitungen etwa? Ich bin's, Jonas Quincy Muffin. Wer wagt es, in meiner Gegenwart zu backen? Was? Ich? Nein, ich backe nicht! Doch, das tust du, Emily Erdbeer. Das einzige Mal, dass ich nicht wegen meines Backens erkannt werden möchte. Niemand mag deine ekligen Landleckereien. Geh zurück ins Erdbeerland. Das Universum hat mir gesagt, dass Emily die Glücksbeere ist. Und jetzt treffe ich endlich den Geist der Backstuben. Sehr angenehm, Herr Muffin. Haben Sie Emily Erdbeer schon kennengelernt? Sie ist eine Perfektionistin, genau wie... Das ist der Jonas Quincy Muffin. Oh, er sollte einen von deinen Muffins probieren. Nein, Bonnie, die sind heiß. Das macht nichts. Ich habe Eiscremefinger und er ist ein Geist. Gummibärchen, ihr drei seid der wiedergeborene Geist von Jonas Quincy Muffin? Ich wusste es. Honey Himbeer, Grapefruit, Brotpudding, warum wolltet ihr mir Angst machen? Das ist es. Danke, 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 danke. Au. Nur zur Kontrolle. Das ist mein Grusel-Überraschungskuchen. Jeder Bissen hat einen neuen versteckten Geschmack, der darauf wartet, dich zu schocken. Himbeere, Traube und dann noch Brotpuddingfüllung. Das ist ja so schön schaurig lecker. Wie bist du bloß darauf gekommen? Echt jetzt, Bonnie? Wir waren die ganze Zeit zusammen. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Was ich so besonders toll daran finde, in der Apfelgroßstadt zu wohnen, ist, dass immer irgendetwas Spannendes passiert. Heute zum Beispiel veranstalten die Backstuben einen Goldbärenwettbewerb. Tja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt cool und ich werde gewinnen. Alle Herren, alle von euch berühren die Goldbeere. Wer zwischendurch loslässt, egal aus welchem Grund, ist raus. Wer sie als allerletzte noch berührt, gewinnt den Überraschungspreis, der da drin ist. Drei, zwei, eins, los! Jetzt sind nur noch wir übrig. Wir sind unbesiegbar. Na, gibst du schon auf? Niemals! Hey, was mag da wohl drin sein? Habt ihr eine Idee? Ein unbegrenzter Büchervorrat. Ich brauche mehr Lesezeichen. Bücher? Auf keinen Fall! Es
Es ist ein Slicer ZX Kiwisaki Mountain Bike. Entschuldigung. Ein Kiwisaki-Bike passt auf keinen Fall in diese Beere. Was dafür aber reinpasst, sind Energiebeeren. Genug Energiebeeren als Treibstoff für meine neueste Erfindung, die Maschinenmaschine. Eine Maschine, echt cool. Sie macht kleinere Maschinen. Was? Und was stellen die kleineren Maschinen her? Los, sag schon. Ich komme auf jeden Fall noch drauf zurück. Ich wette, der Preis ist ein wunderschönes Lied. Also, ist sozusagen ein Lautsprecher da drin? Nein, nur ein Lied. Es ist einmal zu hören und dann verschwindet es. Für immer. Das ist eine interessante Theorie. Was glaubst du, was da drin ist, Emily? Streusel! Nein, nein, nein! Schokosplitter! Nein! Streuselsplitter! Ja! Oder Kokosflocken mit einer Prise! Emily? Oh, verflixt noch mal. Haha! Sally, nein! Also, dann heißt das wohl, dass Bonnie die Gewinnerin ist. Aha. Diese Taube hat viel Interessantes zu erzählen. Da niemand eindeutig gewonnen hat, denke ich, der Preis geht an den Moderator. Ich würde sagen, er ist der Gewinner. War Frappé denn die ganze Zeit festgeklebt? Ich kann nicht glauben, dass wir das nicht gemerkt haben. Hör mal, Brotpudding, du hast vorhin gesagt, wer sie als Letzte noch berührt, gewinnt den Pokal. Oh, na gut, der Frosch hat gewonnen. Oh, mal sehen, was da drin ist. Eine Geschenkkarte für das Guavespa? Das ist voll langweilig. Schön? Eine Geschenkkarte ist vielleicht nicht unser größter Wunsch, aber es ist vielleicht genau das, was Frappé sich gewünscht hat. So ein Quatsch! Was soll denn ein Frosch mit einer Geschenkkarte für ein Spa? Oh, das sieht lecker aus. Richtiger Kuchen vom Lande. Ich bin begeistert. Es läuft echt toll hier bei den Apfelgroßstadt-Backstuben. Es sieht so aus, als kommt mein selbstgebackener Kuchen vom Lande prima an. Also dieser Kuchenstand ist echt toll. Oh, seht mich an. Ich bin ein einfaches Mädchen vom Lande. Ich backe einfache, leckere Kuchen für einfache Leute. Und ich bin voll langweilig angezogen. Was? Isst sie doch. Es ist mir egal, wie sie sich anzieht. Sie schnappt mir meine ganze Kundschaft weg. Wir müssen diesem Land einmal so richtig zeigen, wo es lang geht in der Apfelgroßstadt. Hi! Wir sind deine Nachbarinnen. Ich bin Honey Himbeer. Das ist mein Wagen da drüben. Oh, und das ist Grapefruit. Das ist dein Wagen? Oh, ich fass es nicht. So was Wunderschönes, wow. Ach, das ist doch gar nichts gegen das, was du alles drauf hast. Du bist ganz neu hier und voll angesagt. Oh, danke schön. Also, was darf sein, neue Foodtruck-Freundinnen? Erdbeerkuchen? Erdbeerstrudel? Oder Pain à la Erdbeer? Neue Kreation. Wir nehmen alles, was du übrig hast. Alles? Echt jetzt? Ich bin ausverkauft. Wer hat's geschafft? Ich. Ich hab's geschafft. Ganz ehrlich, Grapefruit. Ich hoffe, diese Hallo-ich-bin-vom-Dorf-Nummer wird niemals alt. Wie meinst du das? Na, das hier ist die Apfelgroßstadt. Du musst immer was Neues bieten. Oder die Kunden gehen woanders hin. Die Landeinnummer ist heute zwar ganz süß, aber wenn es langweilig wird, heißt es... Mach's gut, Beere. Oh? Emily! Was ist los? Ich bin heute total ausverkauft. Na, das ist doch top. Heute vielleicht top. Und was ist morgen? Auf Wiedersehen, Beere.
Meine Kuchen kommen bald aus der Mode. Dann wollen die Leute nicht mehr bei mir kaufen. Das Universum hat dich nicht umsonst hergebracht. Wie kommst du denn nur darauf? Das Rätsel ist gelöst. Seht nur. Kommt alle her zum Himbeerstand und kauft rustikalen Kuchen vom Lande. Eha. Oh nein, das haben die nicht im Ernst getan. Komm schon, Emily, wir bringen das sofort in Ordnung. Honey Himbeer, was hast du getan? Was denn? Ich kann doch nichts dafür, dass die Leute meinen Kuchen lieber mögen als ihren. Deinen Kuchen? Das ist mein Kuchen. Du hast ihn gekauft und meine ganze Idee geklaut. Hey, wie kannst du es nur wagen? Deine Kuchen waren alle mit Erdbeeren. Meine sind mit Erdbeeren und Himbeeren und außerdem haben sie eine Schleife. Siehst du, ländlich kann jeder und die Kunden haben nun mal entschieden. Hallo, Emily Erdbeer. Du kommst doch vom Lande. Sind die hier authentisch? Naja, die Bäckerin dieser Küchlein wusste auf jeden Fall genau, was sie tat. Vielleicht etwas viel Himbeere. Doch wenn Sie gern etwas Abwechslung mögen, hätte ich etwas für Sie. Wie wäre es mit einem Blech frisch gebackenem Bauernkuchen, um euch Stadtbären mal richtig zu verwöhnen? Honey Himbeer hat mir das Gefühl gegeben, ich selbst zu sein, war nicht genug. Aber dann hat sie versucht, mir alles zu stehlen, was mich ausmacht. Du kannst gern versuchen, meine Kuchen als deine auszugeben, aber es gibt nur eine echte Landbäckerin in der Apfelgroßstadt. Und die lässt sich sicher nicht vertreiben. Auf Wiedersehen, Beere. Diese Beere mache ich fertig, das schwöre ich dir. Los, hol mir eine Serviette. Nein! Heiße Rosinenbrötchen! Das ist ja furchtbar! Was soll das ganze Geschrei? Meine Erdbeerkuchen! Sie sollten abkühlen. Ich habe sogar ein Schild aufgehängt. Heißer Kuchen, nur essen, wenn er abgekühlt ist. Aber nein, irgendeine Beere beschließt, vorbeizukommen und sie zu verschlingen. Das geht mir echt auf den Keks, wisst ihr? Aber wer würde so etwas Furchtbares tun? Ich werde den Schuldigen finden. Ja! Limone ist eine Superdetektivin. Ist das ein Donut? Knacke einen Hinweis, nimm ein Bissen. Ich habe eine Menge von Aprikosen-Christi-Krimis gelesen. Ich kenne alle Tricks um das Wer, Was, Wo, Wann und Kuchen. Außerdem liebe ich Donuts. Ich glaube, es gibt nicht so viele Hinweise. Was für ein Durcheinander. Ja, der Tatort ist ein einziges Chaos. Keine Beere würde so einen Kuchen essen. Wir suchen eindeutig nach einem Tier. Das steht fest. Ein Tier? Die Katzenpfoten passen nicht zu den Abdrücken auf deinem Kuchen. Deshalb ist sie unschuldig. Wow, du bist gut. Oh, ich fange gerade erst an. Das Frettchen. Unser nächster Verdächtiger. Ist er? Was weißt du darüber, Frettchen? Lass ihn in Ruhe. Fackel würde niemals von so einer süßen und großzügigen Bäckerin wie Emily stehlen. Oh, danke schön, Hart. Außerdem ist er den ganzen Tag bei mir gewesen. Hey, lass uns helfen. Kein Mehlsack bleibt unangetastet. Kein Tier bleibt unbefragt. Kein Kuchen wird vergessen. Ich steckte in einer Sackgasse. Jedes Tier hatte ich überprüft, jede Spur verfolgt. Aber ich fand keinen Hinweis. Spielst du gerade die Erzählerin? Hier, Huck, du kannst den letzten Bissen haben. Ich verdiene ihn einfach nicht. Oh, danke schön. Schon gut, Limone. Du hast alles versucht.
Ich muss bloß besser aufpassen auf mein... Huck ist eindeutig der Täter. Das würde ich nie tun. Du hast mein Donut wie ein Tier gegessen. Genau wie den Kuchen hier. Warum sollte ich Emily beklauen? Sie gibt mir Kuchen umsonst. Was soll das heißen? Auf dem Schild stand heißer Kuchen. Nur essen, wenn er abgekühlt ist. Emily mag meine Musik und ich dachte, er sei ein Geschenk. Also, der Kuchen war abgekühlt und ich habe ihn gegessen. Das war so wohl nicht gemeint, was? Nein, überhaupt nicht. Wow. Ich habe die Kuchen geklaut, nicht wahr? Ja, absolut. Nur, wow. Oh, es tut mir leid, Emily. Ich habe wirklich gedacht, das wären Dankeschön-Kuchen für meine sanften und jazzigen Melodien. Ich mag deine Musik und deine Melodien sind sehr sanft und jazzig. Frag mich einfach das nächste Mal. Es gibt immer noch ein Rätsel zu lösen. Warum isst du den Kuchen so? Apfelgroßstadtsieger im Kuchenessen. 3 Jahre hintereinander. Besser kann man einen Kuchen nicht genießen. Okay, Bären. Auf die Plätze. Fertig. Los! Kuchen schmecken so viel besser. Ein weiteres Rätsel gelöst. Nein! Nicht schon wieder! Heute ist Zuckerschatztag. Heute ist Zuckerschatztag! Auch bekannt als der süßeste Feiertag. Auch bekannt als der Tag, an dem ich meinen Freundinnen die süßesten Geschenke mache, weil ich sie so lieb habe. Was soll ich sagen? Liebe liegt in der Luft. Ein Meditationskissen in Form eines Schokoriegels. Beruhigend und lecker. Oh, ich hab dich so lieb, meine liebe Bonnie. Ein Schokoladenpokal? Für die süßeste Smoothie-Macherin, die ich kenne. Oh, danke schön, Emily. Freust du dich, dass ich dich lieb hab, Orange? Verstehst du's? Orange, weil dein Name... Daran arbeite ich noch ein bisschen. Ein Buch über Schokolade, das aus Schokolade gemacht ist? Hab dich echt voll lieb. Kakaobohne sein oder nicht Kakaobohne sein? Ja, warte doch mal! Silly, wo willst du hin? Silly? Was hat sie? Aha! Silly? Wieso gehst du mir den ganzen Tag aus dem Weg? Ich will dir doch nur ein Zuckerschatztagsgeschenk geben. Ich will es nicht. Hör zu, es ist nichts Persönliches, aber ich persönlich hasse den Zuckerschatztag. Aber wieso? Beim Zuckerschatztag geht es doch um Liebe. Gefühle. Handgeschriebene Karten. Und über Gefühle schreiben. Und Umarmungen. Die sind das Schlimmste. Die will ich nicht. Silly. Willst du deinen Freunden denn nicht zeigen, wie lieb du sie hast? Natürlich will ich das, aber am Zuckerschatztag geht es nur darum, Gefühle zu zeigen. Alle Bären schenken mir Sachen und ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll. Und das gibt mir so ein komisches Gefühl. Okay, keine Gefühle. Mach's einfach auf. Eine Schokoladenschraube? Du zeigst uns immer, wie lieb du uns hast mit deinen genialen Erfindungen. Zum Beispiel mit meinem unglaublich bärenstarken Ofen. Und das ist meine Art, dir für all die Momente zu danken, in denen du uns zeigst, dass du uns gern hast. Auf deine Art. Ich weiß, heute ist Zuckerschatztag und ihr wollt alle über Gefühle und sowas reden. Aber da ich das nicht will, dachte ich, ich zeige euch stattdessen, wie viel ihr mir bedeutet. Mit dieser kleinen neuen Erfindung von mir, der Knuddelmeister 3000. Ich knuddel nicht gern, aber der hier liebt es. Also.
Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du zeigst uns gerade deine Gefühle. Jetzt weiß ich, dass ich Zuneigung gern zeige. Nur eben auf meine eigene Art. Ehrlich gesagt, die besten Umarmungen sind die, bei denen ich nicht mitmachen muss. Gruppenumarmung für alle! Wir haben dich alle!